Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Haul-Video hier bei BrickBoy. Ich war mal wieder im Lego-Store und habe da einen Pick-a-Brick-Becher mitgenommen. Die meisten Steine daraus werde ich für meinen Lego Star Wars Endor Bunker Mod verwenden. Die ganze Playlist zu diesem Mod ist oben in der Infokarte verlinkt. Abonniert gerne diesen Kanal, um keine Lego News, Stop-Motion-Videos oder Mock-Folgen von mir zu verpassen. Das sind jetzt alle Steine, die ich mitgenommen habe. Ein Freund hat auch noch 2-3 Teile mitgenommen, die sind hier jetzt aber nicht mehr dabei. Jetzt sortiere ich das Ganze und dann zeige ich euch die Teile mal genauer. So, jetzt habe ich von jedem Teil ein paar Teile hingelegt, damit das hier nicht so überfüllt ist. Hier links hätten wir erstmal ein paar grüne Plates, die ich auf jeden Fall für mein Lego Star Wars Mock verwenden werde. Daneben hätten wir ein paar 1x3 Plates in Tan für meinen Lego-Strand. Falls ihr meine Lego-Stadt nicht kennt, ist sie oben in der Infokarte verlinkt. Daneben hätten wir dann grüne 2x4 Bricks, die benutze ich auf jeden Fall für den Hügel in meinem Lego Star Wars in der Bunker-Mock. Und dann haben wir hier noch ein paar letzte Steine, die ich auch noch für den Bunker brauche. Dann war ich auch noch in einem alternativen Klemmbausteinladen und da habe ich dieses kleine Set mitgenommen. Ein kleiner Baum für 6-7 Euro. Und für die Teile, die da drin sind, ist es eigentlich schon relativ gut. Die meisten Teile daraus werde ich auf jeden Fall für meinen ersten Baum in meinem Lego Star Wars Indoor Bunker Mock verwenden. Also, wenn ihr keine Folgen zu meinem Lego Mock verpassen wollt, dann könnt ihr diesen Kanal hier links gerne abonnieren und hier rechts könnt ihr euch die ganze Playlist zu dem Mock anschauen. Und damit war's das mit diesem Haul-Video. Ciao!